Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letztens habe ich ja die Narbe hier zerlegt liegen gehabt, genauso wie jetzt hier auch. Und wir sind so Fehlerquellen durchgegangen, wie die Narbe im Grundprinzip funktioniert, wie die Schalteinstellungen sind und der Kraftübertrag, wie der funktioniert auf den Antrieb. Heute möchte ich ganz gerne die Narbe zusammenbauen, damit auch keine Probleme oder Fehler passieren oder damit das ein bisschen schneller geht auch. Das ist eigentlich auch ganz easy. Ein bisschen Probleme wird man hier so mit den Federn und den Schubklötzen haben. Das ist ein bisschen fummelig, aber das Prinzip ist eigentlich sehr schnell leicht verständlich. Ich würde sagen, wir fangen da jetzt einfach mal mit an. Wir haben hier einen kleinen Schubklotz, einen großen Schubklotz. Das lege ich zur Seite. Als allererstes fangen wir mit dieser kleinen Feder an. Die kleine Feder wird hier auf der Achsenseite einfach reingeschoben. Die kommt dann hier unten raus. Dann kann ich mir die hier so mit so einem Schraubenzieher hier so ein bisschen zurechtziehen. Gehe ziemlich weit hier vorne hin, dass ich so in die Feder eingreifen kann und bringe die Feder auf Spannung. Jetzt kann ich meinen großen Schubklotz nehmen. Und setze diesen einfach hier rein. Jetzt kommt eine kleine Führstange für den Schubklotz, dass der nicht verrutscht. Da ist das im Prinzip egal, wie rum ihr die macht. Ja, da solltet ihr gucken, ist diese stark verschlissen, sollte die auch erneuert werden. Ansonsten nehme ich hier jetzt einfach mal die Seite, die nicht so verschlissen ist, die lege ich mir hier immer so drauf. Damit ich die Feder auch gerade reinsetze, mache ich das jetzt so. Und jetzt seht ihr, ist diese Stange hier durch den Schubklotz, durch diesen Schubklotzpin durch und sitzt jetzt in dieser Feder drin. Und somit kann auch nichts mehr passieren. Jetzt wird es ein bisschen hakelig. Die Feder sitzt hier unter voller Spannung. Ich schiebe sie jetzt quasi hier rein und versuche sie so ein bisschen festzuhalten, damit sie mir nicht wieder rausschnellt. Da müsst ihr auch wirklich mit Bedacht rangehen. Jetzt nehme ich mir diese kleine rote Kunststoffschraube, setze sie hier drauf. Auch gut festhalten, wenn die flöten geht, ihr sucht, glaubt es mir. So, gerade ansetzen. Nicht ganz so dolle anziehen und schon ist unser erster Schubklotz in richtiger Position. Jetzt kommen wir zu diesem kleinen roten Rädchen hier oder kleiner roten Hülse. Mein Gott, ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff. Hier sitzt noch eine kleine Scheibe vor, die kommt hier vor. Die sitzt hier vor dem Schubklotz, da kann ich das so zurückdrücken, habe ich hier so einen kleinen Sprengring auch, diesen Sprengring kann ich so auf die Achse drücken, damit kann mir hier schon mal nichts mehr passieren. Jetzt kommen wir zu diesem zweiten kleinen Schubklotz. Zu diesem Schubklotz haben wir, wo ist er, da, eine Feder mit zwei so Tellerscheiben. Ja. Drücke ich einfach hier so zusammen, lege den neuen Schubklotz rein und diese Tellerscheiben greifen quasi hier direkt schon mal in eine so eine Nut rein. Ja, jetzt zu dem leichten Teil. Und zwar Kupplungsradmontage. Wir legen das hier rein, setzen die Achse hier rein . Halten das Ganze so rum. Jetzt haben wir hier eine große Feder. Das ist unser Lagerring.
haben unseren Antrieb. Setzen wir auch hier drauf. Halten das Ganze hier schön fest. Es kann jetzt nichts mehr passieren, außer dass es ein bisschen wackelig ist. Jetzt haben wir hier eine kleine Tellerscheibe. Die kommt hier drauf. Eine große Feder. Und unseren Festkonus. Diesen Konus schrauben wir ganz fest. Bis nicht mehr geht. Gut anziehen. Und der erste Teil, die erste Hälfte von unserem Antrieb haben wir bereits zusammengebaut. So, bei dem zweiten Teil ist jetzt ein bisschen darauf zu achten, dass wir die Sonnenräder in richtiger Position legen. Hier ist der kleine Schubklotz. Hier ist unser Sonnenrad. Der Schubklotz sitzt bereits fest in dem Sonnenrad drin. Noch einmal zur Veranschaulichung. Ich nehme mal eben das Stänkchen hier. Was passiert? Ja, die Verjüngung der Zähne muss immer in die Richtung zeigen, wo der Schubklotz zurückgedrückt wird, damit er wieder vernünftig eingreifen kann. Deswegen bei dem mittleren Sonnenrad auch darauf achten, die Verzahnung, also die Verjüngung dieser Spitzen nach außen. Jetzt das kleinste Sonnenrad, da natürlich, da wo, wo der Schubklotz eingreift, nach innen. Jetzt habe ich hier eine kleine Druckfeder, die lege ich hier so drüber. Jetzt müssen wir unser Planetenträger vorbereiten. Hier sind so kleine Punkte drauf. Die Punkte müssen nach außen zeigen. Mit ein bisschen Geschick klappt das ohne Spezialwerkzeug. Braucht man normalerweise nicht. Wer das also schon regelmäßig macht und Erfahrung hat, der weiß, wie er das setzen muss. Wer das nicht regelmäßig macht, sollte sich das Spezialwerkzeug hier zulegen. Da gibt es zwei Varianten von. Einmal mit diesem großen Kopf hier, da es ja auch zwei verschiedene Steigbremsen-Varianten gibt. Das hier ist das neuere Modell, es gibt noch ein altes Modell, da ist das hier ein bisschen kleiner. Der passt hier auf beide Modelle. Der kleine passt allerdings nicht auf dieses Modell, weil hier ja der dicke Durchmesser ist. Das heißt, ich würde den hier nicht weit genug drauf kriegen. So, hier sind so kleine Zähne drin. Jetzt bringe ich das erstmal hier so weit in Position, dass die Zähne da reingreifen, wo die kleinen Verzahnungen sind hier, die kleinen Spitzen, die müssen übereinander stehen. Okay, jetzt kann ich das Ganze nehmen und kann quasi das Getriebe hier so ein bisschen einführen. Man muss ein bisschen fummeln, festhalten, wieder abziehen hier. So. Und jetzt kann man quasi überprüfen, wenn ich das Getriebe drehe, müssen die drei Punkte immer wieder gleichmäßig rausgucken. Seht ihr das? Ja. Gut. Jetzt haben wir hier eine kleine Anlaufscheibe, die ist so ein bisschen angekantet. Das hat nichts zu sagen.
Die ist nur angekantet, damit die sich nicht mitdreht, wenn der Bremskonus darüber wandert. Sprengring drauf. Reinlegen. Ihr könnt auch den Konus vorher drauf machen. Ich mache das immer so. Ich lege den Konus immer so rein. Zack. Wie gesagt, man kann den Konus auch vorher drauf machen und dann das Getriebe in die Nabe legen. Aber so geht auch. Das ist im Prinzip egal. So, jetzt habe ich das alles vorbereitet hier. Jetzt kommen wir zu unserer Bremse. Bei der Bremse ist ganz wichtig, diesen Kugelring hier, wenn ihr den nicht rausgenommen habt und gefettet habt, wenn er noch so drin liegt, nicht diese Öffnung hier drüber legen, sondern ihn um ca. 30 Grad versetzen. Das ist wichtig fürs Einschieben, damit sich hier nichts verkantet. Wenn ich das eingeschoben habe, setze ich der Kugelring wieder richtig und kann vernünftig arbeiten. Dann haben wir hier diese kleine Torsionsfeder. Oder ja, ich sag mal Zentrierfeder nenne ich sie mal, die gehört hier rein. Darauf bitte achten, dass die enge Wicklung hier drinne sitzt. Sitzt die nicht hier drin, dass ich die nur lose hier reinlegen kann, kann der Bremskonus nicht richtig arbeiten, weil der sitzt hier drauf. Ja? Nehmen wir mal eben raus. Ja, ihr seht, der sitzt hier so drinne. Da muss das rein. Und wenn die falsch rum drin ist, liegt das hier so vor. Der Bremskonus kann nicht richtig arbeiten beim Rücktritt und es kann sein, dass dann die Rücktrittbremse nicht funktioniert. Ja, oder blockiert. Also Feder nehmen, enge Wicklung, ein bisschen reindrücken hier und dann entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn drehen und fertig ist. So. Eigentlich ist die Nabe ja dann eingespannt in so einem Schraubstock, das habe ich hier jetzt nicht. Jetzt können wir ganz easy locker, wenn Fett an dem Ring ist und der Kugelring nicht rausfällt, setzen wir das hier so an und drehen gegen den Uhrzeigersinn, bis die Nuten zwischen den Bremsbelägen passen und jetzt sitzt auch der Kugelring richtig. Ja, dann brauche ich eigentlich nur noch Schrauben, die Kontermuttern drauf, Lagerspiel einstellen, nicht zu stramm. Aber auch nicht zu locker. Und ich würde sagen, das war doch eine easy Sache. In diesem Sinne, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, ich würde mich freuen über ein Abo und in diesem Sinne, ich bin raus, ciao, bis zum nächsten Video.